Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt, da war ich ein Feigling. Wann wart ihr in eurem Leben schon mal feige oder sogar sehr feige? Schämt ihr euch dafür oder sagt ihr im Nachhinein, ich konnte eigentlich gar nicht anders, weil die Situation so krass, so hart war? Ich musste mich einfach feige verhalten. Also, das Thema Feigheit. Wann wart ihr in eurem Leben bisher am feigsten? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist Marco und Marco ist 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Marco. Im Vorfeld erstmal herzlichen Glückwunsch zu einer Sendung. Ich schaue sie jeden Abend, also jede Nacht. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und zwar mein Thema ist, ich war vor einem halben Jahr ziemlich feige, denn mein bester Kumpel ist eben durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Mhm. Und ich war eben am Tag davor mit ihm unterwegs und Hat auch ehrlich gesagt, wir hatten ziemlich getrunken. Mhm. Und wir waren noch bei ihm eingekehrt, also bei seinen Eltern auch. Also am Tag davor, du redest jetzt vom Tag davor. Ja, genau. Mhm. Und wir waren bei ihm am Tag davor eingekehrt. Mhm. Also auch seine Eltern hatten es auch mitbekommen und so weiter, dass wir auch ziemlich angetrunken waren. Und ich bin dann irgendwann später auch nach Hause gegangen. Mhm. Und er ist eben dann auf sein Motorrad gestiegen. Mhm. Und ist an 500 Meter vor meinem Haus an einem Baum gefahren. Vor deinem Haus? Vor meinem Haus. Also er wollte noch. Also du bist zu Fuß von dem Elternhaus deines Freundes weggegangen. Ja, genau. Er hat sich auf ein Motorrad gesetzt und wieso fährt er vor deinem Haus entlang? Ja, es war so, ich musste jetzt ein bisschen weiter ausholen. Es war am nächsten Morgen praktisch. Mhm. Also wir hatten ziemlich lang die Nacht durchgemacht. Mhm. Lass uns das gar nicht zu ausführlich machen. Er ist auf jeden Fall Motorrad gefahren. Ja, du bist zu Fuß nach Hause gegangen, er ist Motorrad gefahren, obwohl er hackedicht war. Genau, ja. Und ist dann bei dir vor dem Haus, in der Nähe deines Hauses verunglückt. Ja, genau. Warum ist er denn überhaupt auf das Motorrad gestiegen? Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich in dem Moment schlauer. Also, mhm. Und er ist dann bei diesem Unfall tödlich verunglückt. Ja, genau. Durch schwere Kopfverletzungen. Also. Mhm. Hast du das dann an dem frühen Morgen noch mitbekommen? Dem Morgen hatte ich das, also ich hatte ja auch zu dem Zeitpunkt Schule. Mhm. Und in der Pause, also hatte ich mein Handy dann an. Mhm. Ich meinte jetzt zum Zeitpunkt des Unfalls, hast du das nicht mitbekommen? Habe ich das nicht mitbekommen. Nee. Inwiefern meinst du denn jetzt, dass du ein Feigling bist? Ja, das ging darum, weil ich eben nicht auf der Beerdigung war, weil ich den Eltern eben in dem Moment nicht ins Gesicht schauen konnte. Warum? Meinst du, dass dich eine Schuld, dass du eine Schuld mitträgst? Ja, hatte ich schon wieder. Also ich habe irgendwie, fühle ich mich doch mitschuldig. Aber also, inwiefern, Marco? Ja, also ich weiß nicht, weil ich eben, wir sind zusammen aufgewachsen eben. Ich habe mit seinen Eltern ein super Verhältnis. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, da habe ich dann, wusste ich nicht, ich habe ein, es war total komisch dann. Nein, lass uns doch mal nochmal über, also Fakt ist ja, dass ihr beide an dem Abend zusammen heftig getrunken habt. Ja, bis tief in die Nacht hinein. Du bist dann nach Hause gegangen. Ja. Und dein Freund ist aus unerfindlichen Gründen auf das Motorrad gestiegen und ist gefahren. Und dabei ist dieser schlimme Unfall passiert. Ja. Warum hast du dann ein schlechtes Gewissen? Du kannst doch gar nichts dafür, dass er in der Nacht dann nochmal Motorrad gefahren ist. Ja, schon, ja. Ja, das hatten mir schon viele Leute gesagt. Also er hat Nein, ich will es dir gar nicht. Mit seiner damaligen Freundin,
mit der habe ich jetzt ein gutes Verhältnis, ne? Also mit, mit der Freundin. Marco, erzähl mir mal, warum du ein schlechtes Gewissen hast, das verstehe ich nicht. Ja, weil ich eben sein bester Freund war und ich hätte ja, ich weiß es nicht. Aber du warst doch gar nicht, du warst doch gar nicht dabei in der Nacht, wenn du jetzt zusammen mit ihm gewesen wärst. Ja, ich war, das ist ja das, ich war in dem Zeitpunkt dabei. Na, aber doch nicht, als er sich, aber doch nicht, als er sich auf das Motorrad gesetzt hat. Ja, das ist ja das. Aber ich kann den seinen Eltern trotzdem nicht ins Gesicht schauen, weil ich in dem Moment dabei war, wie wir uns betrunken haben. Und er war ein bisschen so. Aha, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Du hast ein schlechtes Gewissen, weil ihr beide euch besoffen habt. Genau. Und du denkst, ihr hättet euch besser nicht besoffen, dann wäre das nicht passiert. Genau. Jetzt verstehe ich, wie du es meinst, ja. Ja. Und deshalb bist du nicht auf die Beerdigung gegangen? Was? Ja, weil ich eben mit seinen Eltern ein super Verhältnis gehabt habe davor. Und aber Marco, haben die Eltern denn, vielleicht hast du es erfahren, ich weiß es ja gar nicht, haben die dir das denn nicht übel genommen, dass du deinem Freund nicht die letzte Ehre erwiesen hast und dass du nicht zur Beerdigung gekommen bist? Haben die dir das nicht übel genommen? Nee, also ich habe bis dato keinen Kontakt mehr, also überhaupt nicht. Mhm. Außer mit seiner, wie gesagt, mit seiner damaligen Freundin habe ich jetzt wieder ein gutes Verhältnis, sag ich mal. Und sie sagt auch, dass ich nichts dazu kann, ne? Darf ich dir von, ich bin ja nun ganz Unbeteiligter. Die Freundin ist natürlich auch mit einbezogen in die ganze Geschichte und die traurigen Vorfälle. Darf ich dir als ganz Unbeteiligter etwas sagen? Ja. Ich glaube, dass du dir so große, vielleicht ein großes schlechtes Gewissen machen müsstest, wenn du dabei gewesen wärst, als er auf das Motorrad gestiegen ist. Ja. Nur aufgrund der Tatsache, dass ihr beide euch einen hinter die Binde gekippt habt, glaube ich nicht, oder ich bin ganz sicher, dass du dir da kein schlechtes Gewissen deshalb machen musst. Es ist einfach ein schwerer, schlimmer Unglücksfall. Und niemand weiß, warum der Junge dann auf das Motorrad gestiegen ist. Aber wie viele junge Leute zischen sich nur ein? Und deshalb daraus herzuleiten, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass er dann in den Tod gekommen ist und dass du damit eine Verantwortung trägst, sehe ich nicht so, Marco. Ja. Und ich würde an deiner Stelle so schnell wie möglich einen Kontakt wieder aufbauen zu der Familie deines Freundes. Vor allen Dingen, wenn du sagst, dass du vorher so ein gutes Verhältnis zu den Eltern hattest. Und eben, weil die damalige Freundin von meinem besten Kumpel, also der jetzt verunglückt ist, sie hat ja auch gemeint, dass ich mich jederzeit melden könnte bei den Eltern und dass sie mir das auf keinen Fall irgendwie irgendeine Schuld geben, aber ich bin halt trotzdem abgeneigt, weil ich eben an dem Abend da war und... So, aber man könnte auch beispielsweise dieses auch mal mit den Eltern besprechen. Weißt du, es passiert uns allen ja im Leben immer und immer wieder, dass man feige ist. Ja. Aber viele von uns kriegen ja auch die Chance, diese Feigheit wieder wettzumachen mit einem mutigen Verhalten. Sprich, dass man das wieder gut macht, die Feigheit. Und die Chance hast du. Du bist zu feige gewesen, zur Beerdigung deines Freundes zu gehen. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich war jetzt bis jetzt, also bis zu dem Zeitpunkt ist jetzt ein halbes Jahr her, ne? Ich war noch nicht mal am Grab. Also so, und ich finde, du solltest eine ganze Menge jetzt machen. Du solltest beispielsweise mal zum Grab gehen. Und dann solltest du zu den Eltern deines Freundes gehen. Und den Eltern das auch mal so sagen, wie du es mir gerade gesagt hast, wie dir zumute ist, dass du ein Schuldgefühl hast. Sprich es denen, sag es denen, sprich dich mit denen mal aus. Ja. Ich finde, dass du das auch deinem Freund schuldig bist. Jetzt ziehst du dich zurück und hegst und pflegst deine Gefühle. Ja. Vielleicht, ich glaube sogar auch, Marco, dass es dir besser gehen wird danach, wenn du das gemacht hast. Ja, das meine ich auch, aber es ist wirklich schwer. Ja, weiß ich. Aber irgendwann darf man nicht mehr ja, aber sagen, sondern man muss es einfach tun. Weil ich weiß ja auch nicht, wie jetzt die Eltern reagieren. Ich auch nicht, also, aber das musst du halt dann versuchen auszuhalten. Ja, das... Ja? Also ich wünsche... Es ist ja doch schon eine Zeit vergangen und ich hatte halt am Anfang gedacht, ich lasse erst mal eine Zeit vergehen. Ne? Ja, aber nun ist ja ein halbes Jahr vergangen. Eben, ja. Ja. Also, lieber Marco... Mach das mal. Setz dich mit der Familie in Verbindung und geh zu dem Grab deines Freundes.
Ja, das mache ich auf jeden Fall. Also ich habe mir es auch vorgenommen, aber wie du es jetzt nochmal sagst, das bestätigt nur nochmal. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bin fast davon überzeugt, dass die Eltern dich mit Wohlwollen aufnehmen und dass die nicht böse und sauer auf dich sind. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Auf Wiederhören. Danke dir nochmal, ne? Auf Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, da war ich ein Feigling. Wann wart ihr in eurem Leben feige? Waren wir ja eigentlich alle schon mal, ne? Es gibt heftige Situationen, wo man sich vielleicht sein ganzes Leben lang verschämt und denkt im Nachhinein, mein Gott, was war ich für eine Flasche? Und es gibt ja auch Situationen, die irgendwie so kibbelig sind, wo man sagt, naja, ich konnte vielleicht auch gar nicht anders, weil die Umstände halt sehr, sehr streng waren und sehr, sehr schwierig für mich sich dargestellt haben. Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Goran begrüße ich herzlich. Goran ist. Bitte? Göran. Göran. Göran, ja. Göran. 30 Jahre alt. Ja. Göran. Ist das ein türkischer Name? Nein, Schweden, Norwegen. Aha. Göran. Feige. Ja, und zwar geht es bei mir um Missbrauch. Mhm. Und zwar wurde ich als Kind missbraucht. In welchem Alter? Mit 14. Und wie lange? Das ging Gott sei Dank nur über 3, maximal 4 Monate. Das fing kurz vor meinem 14. Lebensjahr an und endete mit einem Selbstmordversuch. Und wer hat dich missbraucht? Das war mein Stiefvater. Mhm. Mit dem du und deiner Mutter unter einem Dach wohntest? Ja, und 2 Schwestern. Die älter waren als du? Jünger. Jünger. Mhm. So, und mein Problem ist halt eben nach dem Selbstmordversuch, nach dem Missbrauch, nach dem letzten, kam Selbstmordversuch. Von dir oder von dem Stiefvater? Von mir. Von dir. Mhm. Ich bin aus Fenster gesprungen, 10 Meter auf Beton, habe mir mehrere Knochen gebrochen. Und im Krankenhaus, den ersten, den ich da zu Gesicht bekommen habe, außer Ärzten und Schwestern, war mein Stiefvater. Mhm. Ja, mit der Äußerung, alles, was du sagst, glaubt dir keiner. Weil er Angst hatte, dass du den Mund aufmachst. Genau. Mhm. Und wenn dir einer glaubt, dann gehen deine Geschwister ins Heim und deine Mutter kommt in den Knast und mir passiert eh nichts. Mhm. Ich bin nicht dein Vater. Göran, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen in deiner Geschichte. Wie lange hast du mit diesem Stiefvater zusammengelebt vorher, bevor das anfing mit dem Missbrauch? 8 Jahre. 8 Jahre. Und da hat er die Hände von dir ferngelassen? Was heißt Hände ferngelassen? Das fing mit 9 Jahren an, mit in der Nacht rausholen, stramm stehen, verprügeln und ging dann so weiter bis zum Nacktausziehen und seine kleinen perversen Spielchen. Mhm. Und als du dann 14 Jahre alt warst, da ist es zu regelrechten sexuellen Handlungen gekommen, die er nicht vorgenommen hat, die ich selber vornehmen musste. Zu denen er dich gezwungen hat? Genau. Mhm. Unter Prügel und war unangenehm, war sehr grausam. Mhm. Und das war dann. Du sagst, du hast gerade gesagt, das sind 3, 4 Monate gewesen. Ja. Wie viel Mal musstest du insgesamt, wenn du das so grob vielleicht zurückverfolgen? 4 Mal. 4 Mal. Mhm. 4 Mal. Und da warst du so innerlich so fertig und so zerstört, dass du dich aus dem Fenster gestürzt hast? Ja. Hat deine Mutter irgendetwas mitbekommen in dieser Zeit? Sie hat nur einmal mitgekriegt am Anfang, dass ich nachts um 1:30 bei ihm stramm stehen musste, während der Schulzeit. Und sie kam ins Wohnzimmer, hat mich reingeschickt und es war Theater. Mhm. Sie hat sich mit ihrem Ehemann verkracht gehabt. Mhm. So. Aber da hat die wahrscheinlich gar nicht geahnt, dass es bis ins Sexuelle geht. Nein. Mhm. Damals war es noch nicht abzusehen. Mhm. Das ging ja hinterher, dass wie so eine Treppe. Es wurde immer mehr. Mhm. Jetzt saß dieser Mann neben dir, der du schwer verletzt im Krankenhaus lagst. Und hat dir quasi gedroht, wenn du das machst, und dann geschieht das und dir glaubt so kein Mensch. Genau. Wie ging es dann danach weiter? Ja, ich habe die Klappe gehalten. Ich habe das gemacht, was er wollte, und habe die Klappe gehalten. Und letztes Jahr hatten wir ein Verfahren gehabt gegen den Menschen. Er hat 2 Jahre auf Bewährung gekriegt. Ach so, du hast dich dann doch geäußert irgendwann. Ja, nachdem rauskam, dass er nicht nur mich missbraucht hatte, sondern meine ältere Schwester vergewaltigt hat und das bei seiner eigenen Tochter versucht hat.
Du bist jetzt 30 Jahre alt. Wann hast du gesprochen? Wie alt warst du da? 28. Also das ist noch gar nicht so lange her. Nee. Mhm. Hat er dich denn damals, nachdem du dann aus dem Krankenhaus nach Hause kamst und wieder einigermaßen gesund warst, hat er dich sexuell dann in Ruhe gelassen? Da war dann Ruhe. Aber du hast doch wahrscheinlich permanent Angst gehabt, dass er wieder irgendetwas macht, ne? Ja, das war die Angst, die Schritte, wenn man schläft, das hört man, wenn der Mensch vorbeikommt, der war nur auch sehr korpulent und eine Altbauwohnung, die Dielen. Das hört man. Das hört man, ist man sofort hellwach. Ist er denn sonst brutal oder gewalttätig zu dir gewesen, wenn er dich auch sexuell in Ruhe gelassen hat? Ab und zu mal ein bisschen Prügel, ein bisschen Schläge, aber... Ja, das verträgt man, aber alles andere. Ja, ja. Und wie lange hast du dann noch in diesem Haushalt gelebt? Bis zu deinem wievielten Lebensjahr? Bis zu meinem 18. Und dann bin ich Hals über Kopf ausgezogen. Und du machst dir heute die Vorwürfe, dass du damals zu feige warst? Ja. Und dass wenn ich damals geredet hätte, hätte ich die Erniedrigung, die Strapazen, die Quälerei meinen Geschwistern erspart. Das habe ich nicht verstanden. Sag nochmal, du hättest die Erniedrigung... Die Erniedrigung, die Vergewaltigung, die sie durchgemacht haben, meine Geschwister danach. Ach so, ich verstehe. Das war ja danach erst. Der Geschwister erspart. Die hätten das nicht durchgemacht und hätten jetzt auch irgendwo eine vernünftige Kindheit, ein vernünftiges Leben. Weißt du, Göran, ich kann ja verstehen, dass du damals, du warst ein 14-jähriger Junge und völlig verschüchtert und dann auch noch schwer krank durch den, oder schwer verunfallt durch den Fenstersturz, dass du da nichts gesagt hast, dass du Angst hattest. Aber warum hast du nichts gesagt, als du 18 warst und aus dem Haus raus warst? Tja, Angst war bis zu dem Tag da, wo sie noch verheiratet waren. Weil meine Mutter ist geschieden. Mhm. Die hat sich, bevor das alles so weit ans Tageslicht kam, sie hat das mitgekriegt, irgendwie, dass er an seine Tochter die Brust gefasst hatte und dergleichen. Lass mich zwischenfragen. Du sagst, du hattest Angst. Vor was hattest du Angst? Du warst aus dem Haus raus. Wenn du dann Anzeige erstattet hättest, vor was hattest du Angst? Mit 18, mit 19 Jahren. Mir das selber einzugestehen, dass mir das passiert ist. Das ist gar nicht so einfach, darüber zu reden. Mhm. Ich habe, wo es zur Anzeige kam, auch überlegt, machst du es nicht? Mhm. Wie wird die Umwelt auf dich reagieren? Mhm. Aber... Hast du das in den fast 10 Jahren dann, na über 10 Jahre, bis es dann zur Aussprache kam, so verdrängt in dir, das Thema? Ja. Ja. Das war für mich kein Thema. Das war Vergangenheit, das war Geschichte, aber mit dem Nachteil, man hat keine Beziehung. Man ist beziehungsunfähig. Das heißt, du bist beziehungsunfähig? Ja. Du hast sexuell auch... würdest du sagen, dass du sexuell nicht normal entwickelt bist und dich nicht hast normal entwickeln können aufgrund dessen, was man dir angetan hat? Ja. Hast du mal eine Freundin gehabt? Ja, hatte ich. Aber das ist nun ja auch schon wieder 10 Jahre zurück. Mhm. Die letzte Beziehung, die lief bloß ein paar Monate. Mhm. Das ist bescheiden schön. Das heißt, du hast noch nie eine wirkliche Liebe und auch noch nie eine erfüllte Sexualität gelebt. Nee. Hm. Das ist ja das nächste Problem bei mir. Das ist, ich hatte einen Psychologen gehabt und der sagte, die Vergangenheit aufzuarbeiten ist nicht machbar. Ist nicht machbar, hat er gesagt. Ist nicht machbar. Und irgendwo einen Neuanfang machen. Eine Therapie gehen, einen Neuanfang machen. Mhm. Die Vergangenheit Vergangenheit lassen und einen Neuanfang machen. Mhm. Aber dazu gehört auch viel Mut. Mhm. Wie lebst du heute mit deinen 30 Jahren? Lebst du alleine? Alleine. Ja, was machst du vom Beruf? Ich bin gelernter Bürokaufmann ohne Arbeit. Mhm. Und ja. Also viel zu Hause und viel Zeit zum Grübeln. Ja. Mhm. Das ist ja Tag ein, Tag aus. Würdest du sagen, dass du durch diesen Missbrauch so sexuell gestört bist, dass du überhaupt nicht zu einer Sexualität fähig bist? Nee, das würde ich nicht sagen. Das nicht? Das nicht, nee. Aber das auf einen anderen Menschen zugehen, das ist bei mir so gut wie nicht möglich. Mhm. Aber du hast schon mit Frauen mal geschlafen? Ja, das, nee, das ist... Das ist nicht das Problem? Nee, das ist nicht das Problem, aber ehe es dazu kommt, den ersten Schritt zu machen. Weißt du, Göran, ich bin ja auch mal...
wirklich gerne dabei, jemandem eine Vorhaltung zu machen, wenn er sich feige verhalten hat, irgendwann, irgendwo. Mhm. Aber ich glaube, dass in diesem ganzen Bereich des sexuellen Missbrauchs ein Wort nicht angebracht ist, nämlich Feigheit vom Opfer. Ja. Weil ich glaube, dass man so viele Dinge berücksichtigen muss und deine junge Seele und dein junges Leben war so verletzt und so eingeschüchtert, dass man das eigentlich überhaupt gar nicht sagen darf, das Wort feige. Ja, bloß für mich ist es feige, weil ich habe es jetzt mit dem Prozess gesehen, was alles Sache war. Mhm. Und ja. Gut, du hättest es verhindern können vielleicht, aber du hast es immerhin gemacht. Schlimmer wäre es ja, wenn du bis heute geschwiegen hättest und vielleicht, oder wenn du jetzt noch älter wärst und der Mann schon tot, dann wäre es ja noch viel schlimmer. So ist in allerletzter Sekunde vielleicht noch etwas geschehen und du hast gesprochen. Ja, das ist richtig. Das war auch irgendwo eine Genugtuung, den auf der Anklagebank zu sitzen, zu sehen. Sag mal, das Ganze ist ins Rollen gekommen dadurch, dass du erfahren hast, dass deine Schwestern auch missbraucht worden sind oder vergewaltigt wurde. Ja, dass meine Schwester eine Anzeige gemacht hatte. Mhm. Seine eigene Tochter hat eine Anzeige gemacht und da hatte ich halt eben 24 Stunden Zeit, mir die Sache zu überlegen, machst du da mit? Wusste denn deine Schwester, was er mit dir auch gemacht hat? Nein. Das hast du für dich dann alleine entschieden, ich hänge mich mit an die Anzeige ran? Ja, sie wusste nur von Schlägen, von Prügeln, von mehr wusste bei mir nicht. Hast du eigentlich in all den Jahren überhaupt irgendjemandem was davon erzählt? Ja, das war vor 4 Jahren, habe ich eine Umschulung angefangen zum Bürokaufmann. Und da hatte ich halt eben eine sehr gute Bekanntschaft, oder zwei gute Bekannte. Und wir hatten uns dann abends mal zusammengesetzt und haben uns unterhalten. Und dann kam das so peu à peu, kann man sagen, kam das dann rüber. Mhm. Wo ich denn, das war noch die erste, mit denen ich darüber reden konnte. War das für dich eine Erfahrung, dass du da so im Nachhinein gedacht hast, gut, dass ich das mal erzählt habe? Ja. Ja. Nur, ich war damals beim Psychologen, wo während der Umschulung, und die Psychologin, die hat dann gesagt, das konnte nicht sein, das kann nicht sein und das war nicht so und ja, da war ich dann einmal und nie wieder. Mhm, richtig so. Bist du im Moment in einer psychologischen Betreuung? Nein, nicht. Ich will versuchen, dass ich irgendwo einen Therapieplatz kriege, dass ich da irgendwo mein Leben wieder in den Griff kriege. Das ist mit Sicherheit die richtige Entscheidung, der richtige Weg auch. Ja. Ich glaube, ich möchte es nochmal sagen, ich will dich nicht einfach nur besänftigen, aber ich bin wirklich sehr und voll auch private Überzeugung, was ich jetzt sage, dass du Opfer einer sehr schlimmen und tragischen Verwicklung warst. Und ich würde niemals im Leben dich feige nennen. Niemals, Göran. Obwohl ich verstehen kann, dass man sich die Vorwürfe macht, ach, hätte ich doch früher gesprochen, klar. Aber das, was Menschen Kindern antun im sexuellen Missbrauch, ist so gravierend und so schlimm, dass man das Verhalten der Kinder danach, finde ich, immer entschuldigen kann, was dann passiert. Ja, ist richtig, aber auf das sexuelle Missbrauch zurückzukommen. Ich habe auch hier mit meinem Bekannten gesprochen, weil was ich selber nicht verstehe, wenn ich sexuell missbraucht wurde, dass ich dann hinterher an Kinder rangehe und die sexuell missbrauche. Das heißt, weil das ist für mich das absolut Unnormalste, die Schmerzen, die ich selber erfahren habe. Das heißt, das war bei ihm so? Nein, bei ihm nicht, aber wenn ich mir heutzutage Medien durchlese, ein Kind missbraucht und das ist für mich keine Entschuldigung. Mhm. Okay, das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema. Du hast für dich entschieden, dass du einen Therapieplatz suchst, um grundlegend etwas zu verändern. Finde ich gut und finde es auch sehr respektabel, dass du das eingeleitet und organisiert hast. Ich würde dir dennoch gerne jetzt vielleicht so als Nachbereitung nochmal ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, wenn du das möchtest. Ja, das wäre nett. Ja. Das ist die Sonja heute Nacht. Und leg bitte auf und sie ruft gleich an. Tschüss. Ich danke dir erstmal und deine Sendung ist wirklich spitze. Vielen lieben Dank. Jo. Alles Gute, auf Wiederhören. Jo. Tschüss. Tschüss. Holger ist dran. Hallo Holger, 31 Jahre, guten Morgen. Hallo Jürgen, grüß dich. Wann warst du feige und warum? Eigentlich heute Abend. Heute Abend, ganz frisch? Ja, ganz frisch. Was ist denn passiert? Ich habe am Sonntagabend eine Harzplastikspitze von Dartpfeil an Kopf. Einen Hinterkopf bekommen. Eine was? Eine Hartplastikspitze. Eine Hartplastikspitze? Richtig. Einen Hinterkopf bekommen? Einen Hinterkopf bekommen, die ist, gab eine Wunde.
Ich bin zur Polizei gegangen, habe denjenigen angezeigt, der das gemacht hat. Darf ich mal eben fragen, was sich hinter dieser Hartplastikspitze verbirgt? War das ein Gegenstand oder was? Ja, das war von einem Dartpfeil. Ach, vom Pfeil, Dartpfeil, habe ich nicht verstanden gerade, ja. Mhm. Ganz genau, Jürgen. Mhm. Und ja, heute Abend habe ich halt die Anzeige zurückgezogen. Und zwar aus dem Grund, weil ich Angst gehabt habe. Das habe ich jetzt bei uns unten in der Kneipe gemacht, da war auch die Polizei noch mal, dass ich ja meine Freunde verliere. Mhm. Ist die Angst begründet? Ich denke schon. Erzähl doch mal, wie es überhaupt zu diesem Vorfall, war das ein Unfall oder war das eine mutwillige Verletzung? Das war mutwillig. Wie ist es denn zu dieser mutwilligen Verletzung gekommen? Ja, ich habe mit drei anderen Leuten am Tisch gesessen. Mhm. Und ja, ich habe eine relativ laute Lache. Mhm. Und derjenige hat sich halt gestört gefühlt durch meine Lacherei. Und durch die Lacherei am Tisch allgemein kam zu uns, gut schnaubend, und hat gemeint, er hätte jetzt Darttraining und er müsste jetzt konzentriert sein. Mhm. Und das natürlich im Ton habe ich mir nicht gefallen lassen. Mhm. Und ich habe ein Paroli geboten. Mhm. Verbal. Verbal. Ja. Er hat mir eine scheuen wollen, dem bin ich ausgewichen, nachdem er gemerkt hat, dass ich mal ausgewichen bin. Ja, traf mich dieser Dartpfeil. Mhm. Wo genau hin im Kopf? Hinten links, mhm, aber in Augenhöhe. Mhm. Wie schwer war die Verletzung? Es war schon ein schönes Loch. Ich habe drei Taschentücher voll geblutet. Warst du im Krankenhaus, Notambulanz, irgend sowas? Nee, das nicht, aber ja. Hat man halt den Kopf waschen müssen und es, mhm, war schon einiges. Also eine tiefere Wunde und du hast Schmerzen gehabt und es war ein tätlicher Angriff, ne? Richtig. Eindeutig. Richtig. Daraufhin hast du ihn angezeigt am nächsten Tag? Nee, am gleichen Abend. Achso, du hast die Polizei angerufen, sind die gekommen oder bist du hingefahren? Ich bin hingefahren. Mhm. Das war Sonntagabend, ne? Das war Sonntag. So, es waren da viele Leute dabei in der Kneipe, die an deinem Tisch saßen, die mit dir gelacht haben. Genau. Haben die denn in dem ersten Moment gesagt, was ist denn jetzt los? Was ist denn das für ein Arschloch? Ganz genau, richtig. Also die haben da erstmal auf deiner Seite gestanden? Die haben auf meiner Seite gestanden. Mhm. Wieso hast du denn jetzt Angst, dass die Leute, die ja deine Freunde oder deine Bekannten sind, dass die sich von dir abkehren, wenn die Anzeige aufrechterhalten bleibt? Es waren halt eben noch einige andere Leute im Saal, die es nicht mitbekommen haben. Und der Chef, beziehungsweise der Wirt, der, ja, da kam Montagabend erst, mhm, und ja, nachdem er das gehört hat, sagt er, Holger, zieh die Anzeige zurück. Ja, der sagt, Holger, zieh die Anzeige zurück. Er muss ja noch sagen, warum du sie zurückziehen sollst. Ja, von wegen der Kneipe, und das könnte man der Kneipe nicht antun. Ich muss dazu sagen, es war jetzt im Lokalradio und Lokalzeitung stand. Mhm. Achso, dass es schlechte Werbung macht für das Lokal? Richtig. Und so weiter. Nun stand's aber schon mal in der Zeitung. Die Zeitung wird bestimmt nicht schreiben, dass du die Anzeige zurückgenommen hast. Denke ich mal auch. Mhm. Da hast du dich dann von beeindrucken lassen. Da habe ich mich wirklich von beeindrucken lassen. Gab es denn irgendwelche Leute aus deinem Umfeld, die gesagt haben, hier Holger, du hast Unrecht erlitten, nun bleib mal bei deiner Meinung und bei dem, was du eingefädelt hast? Gab es zwei Personen, ja. Erscheint mir aber wenig. Wenn du an einem Tisch gesessen hast mit vielen netten Leuten und ihr geplaudert habt, dann bleiben nur zwei übrig, die zu dir gehalten haben. Richtig. Wie ist das zu verstehen? Ja, das frage ich dich jetzt. Das, mhm, weiß ich selber nicht. Mhm. Und du bist dir ganz sicher, dass du keinerlei Schuld eigentlich trägst? Nein. Außer der Schuld, in Anführungszeichen, dass du zu laut gelacht hast. Aber deshalb haut man ja niemandem die Birne ein. Ich sag mal halt, außer der Schuld, dass ich Paroli geboten habe. Mhm. Gut, und selbst dann ist das keine... Ich sag mal, das ist man halt von mir nicht gewohnt. Mhm. Und selbst das ist keine Begründung, jemandem eine Verletzung zuzufügen. Denke ich mal auch. Ne? Dann gibt man wieder Paroli und dann ist die Sache gegessen. Eben. Finde ich auch feige von dir, ja, muss ich sagen. Finde ich feige, dass du jetzt deinen Schwanz einziehst. Man ist es nicht von dir gewohnt, dass du Paroli bietest. Nur hast du es mal einmal gemacht und auch konsequent gemacht. Und drei Tage später, vier Tage später... ziehst du dich wieder zurück? Zieh ich mich wieder zurück, ganz genau. Und hast den Ruf weg, ach, das ist so ein Hansel, mit dem können wir es machen. Leider ja, so ungefähr das Zahlen. Mhm. Tja.
Was hast du denn jetzt für ein Gefühl, wenn du in die Kneipe kommst? Ein tolles Gefühl wahrscheinlich auch nicht, ne? Weil du wirklich nicht. Im Ansehen der Leute nicht doll dastehst, auch wenn du das jetzt gemacht hast, was die wollen. Also, ich, auf die Gefahr hin, dass das jetzt noch feiger anhört, ich bin am Überlegen, ob ich die Kneipe wechsle. Mhm. Dann hättest du auch nicht die Anzeige zurückziehen brauchen. Das ist auch wahr. Ja. Aber jetzt ist es ganz, ganz verwurstelt alles, ne? Jetzt ist es richtig verwurstelt, ja. Ich weiß gar nicht, wie das so rechtlich ist, ob man eine zurückgenommene Anzeige wieder neu aufnehmen kann. Glaube ich nicht. So. Das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Mhm. Nachdem das jetzt die ganze Kneipe gehört hat. Mhm. Schämst du dich ein bisschen so vor dir selbst? Vor mir selbst auf jeden Fall. Mhm. Bist du eingeknickt, ne? Das kann man laut sagen, ja. Ich bin eigentlich eine Frohnatur, aber in dem Fall jetzt, ich wusste jetzt auch nicht, wie ich reagieren sollte, was ich machen sollte heute. Vielleicht bist du ganz einfach, um es auch freundlicher auszudrücken, dass du ein Harmoniemensch bist und dir einfach gerne mit allen Leuten im Frieden leben will. Und so genau. Und nicht die Power hat, so ein Ding durchzufechten. Ganz genau, richtig. Mhm. Ja, generell schlimm, dass überhaupt solche Zwischenfälle vorkommen, ne? Das ist wahr, also ich möchte auch deine Hörer waren, niemals mit spitzen Gegenständen durch die Gegend zu werfen. Ja, das ist ein schöner, guter Tipp, aber ich glaube, in der entsprechenden Situation wird sich keiner daran erinnern. Ja, so ist der Mensch. Lieber Holger, ich finde, du hast recht, was du sagst. Na, findest du auch. Ja, finde ich auch. Tut mir leid, dass ich so sagen muss. Könntest du mir trotzdem ein Autogramm geben? Ja, das machen wir jetzt auch nochmal so. Wir rufen dich an wegen der Adresse, aber an alle anderen, die bitte, wenn ihr Autogramme haben wollt, ruft bitte diese Telefonnummer am Tage an und dann kriegt ihr ein Autogramm. Alles klar. Dich rufen wir aber gleich nochmal an, okay? Okay. Alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr und perfekt, auf die Sekunde. Nee, 1.32 Uhr, das war die Sekunde. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 56 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, da war ich ein Feigling. Wann wart ihr in eurem Leben feige? Oder was war das Feigste, was ihr euch bisher geleistet habt? Schämt ihr euch dafür oder sagt ihr, ich konnte eigentlich nicht anders damals, aber irgendwie ist mir doch unwohl? Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, über diese feigen Situationen aus eurem Leben, 0800 5678 111. Ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Mike und Mike ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Mike. Nee, Maike. Ach, Maike. Maike, siehst du heute? Hier steht, ja, natürlich, ja. Maike. Okay. Maike. Ja. Aber 41 stimmt. Ja, ja, das geht gerade noch so durch. Ja. Ja, pass auf. Also, dein Redakteur hat gesagt, ich soll es kurz machen, dann fasse ich dich mal kurz. Ja. Leg mal los, ja. Ja, es ist 1977 war das, also habe ich gerade mal kurz nachgerechnet, da war ich 18 und musste zusehen, wie ein Mädchen, ein junges Mädchen, was damals in meinem Alter war, böse verhauen wurde, getreten wurde. Und dann eine Treppe, eine Steintreppe runtergefallen ist, woran sie sich den Kopf aufgeschlagen hat. Das war draußen in der Öffentlichkeit? Ja. Oder in einem Haus? Nee, das war draußen. Mhm. Das war in Osnabrück damals. Da gibt es so ein Busbahnhof, weißt du? Ja. Da geht man so Treppen runter und Steinstufen eben halt. Ja. Ja, und der Mann, der sie geschlagen hat, das habe ich noch gehört vorher, dass er sie als Krüppel bezeichnet hat. Das war ein Ausländer, also ein... jetzt nicht typisch Ausländisch, sondern es war ein Schotte. Mhm.
der sie als crippled bezeichnete. Und das haben wir gehört. Ich habe das gehört und auch verstanden. Und dann ist er hinter ihr her, wollte ihr den Zugang in eine Gaststätte nicht erlauben. Mhm. Und hat sie dann getreten. Sie ist dann Treppe runter, mit dem Kopf unten aufgeschlagen und ist an der Verletzung gestorben. An der Verletzung gestorben? Ja. Wie weit warst du denn entfernt von diesem Geschehen? Ja, wir standen praktisch oben an der Treppe. Also wie viele Meter? 2 Meter, 3 Meter, 5 Meter? Naja, wenn es viel gewesen wäre, sind es vielleicht 5 Meter gewesen. Mhm. Und du hast also alles mitbeobachtet? Alles mitbeobachtet, leider, ja. Und hast die ganze Zeit stillgehalten und hast nur zugeschaut? Naja, ich hatte schon das Gefühl, dass ich mal angreifen sollte, aber... Aber du hast es nicht getan? Ich habe es nicht getan, nein, mhm. Obwohl ich das hätte gekonnt, denn mhm. ich war damals ein bisschen stärker mhm. und hätte den bestimmt gut zur Raison bringen können. Aber mhm. ich hatte damals Angst auch vor dem, was dahinter kommt. Eben Osnabrück war damals eine Garnisonsstadt und ja, dann werden viele, viele Schatten dann oder was weiß ich, irgendwelche von denen, dann die mich dann angegriffen hätten und da hatte ich dann halt doch Angst vor. Also das ist alles sekundenschnell in dir, also durch den Kopf gegangen. Das, also welche Folgen das haben könnte, wenn du eingreifst. Ja. Das ist durch den Kopf gegangen. Ja. Dann warst du Zeugin dieser ganzen, der ganzen Vorfälle. Und dann lag, nochmal, habe ich nicht gerade. Dann warst du Zeugin dieser ganzen Vorfälle. Ja. Und was ist dann mit dem Schotten passiert? Ist er weggelaufen oder wie ging das weiter? Ja, der ist schon abgehauen. Man hat ihn dann doch gekriegt. Hast du dich denn dann wenigstens um das Mädchen gekümmert, als der Schotte weggelaufen war? Ja, das haben wir schon getan, natürlich. Wer ist denn wir? Ja, da war noch jemand dabei. Ihr wart zu zweit? Wir waren zu zweit, ja. Aber das andere Mädchen hätte noch weniger tun können als ich, denn die war ja noch kleiner, zierlicher als das Mädchen, die halt die Treppe runtergeworfen wurde. Also ich wäre die Einzige gewesen, die was hätte können. Und ihr habt dann sofort die Polizei benachrichtigt? Ich habe erstmal den Krankenwagen und dann die Polizei. Mhm. Warum habt ihr denn nicht... Die MP. Bitte? Die MP haben wir angerufen. Was, die MP? Die Militärpolizei. Ach so, die Militärpolizei. Mhm. Ja, und die sind auch gekommen und ja, dann war er wohl unterwegs und den haben sie auch gekriegt. Ja, und dann sind wir dann vor Gericht gekommen. Und habt ihr vor Gericht ausgesagt? Ich nicht. Warum nicht? Ich habe mich nicht getraut. Ich habe Angst gehabt, dass man mir wirklich ans Leder geht. Wer hätte dir denn ans Leder gehen können? Ja, eben halt die anderen Soldaten, die damals auch in Osnabrück eben halt waren. Ne? Wäre das wahrscheinlich gewesen? Ja, das wäre sehr wahrscheinlich gewesen. Weil ein anderer Soldat des Totschlages verurteilt worden wäre und dann geht man an eine Zeugin ran? Ja, natürlich. Ja, natürlich ist das überhaupt erstmal nicht für mich. Das war 1977. Ja, eben. Und das war damals halt so. Und es war auch sehr schlimm. Es war eine ganz schlimme Zeit. Naja, aber komm, wir reden von 1977. Das ist noch nicht so sehr lange her. Und wir reden von Engländern. Von Schotten, na gut. Also von einem... Nein, das sehen die nicht so. Also Schotten sind Schotten und Engländer sind Engländer und Iren sind Iren und Waliser sind Waliser. Ja, gut, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wir das Jahr 1977 zählen und ich mir sehr schwer vorstellen kann, dass du Racheaktionen zu befürchten. Egal auch, egal, ja, also ich finde auch egal, wenn. Auch egal, wenn. Also vielleicht in der Situation, die du beschrieben hast, kann man ja vielleicht noch nachvollziehen, dass du Angst gehabt hast und das war ein Mann und dass man da wie gelähmt vielleicht steht, aber dass du dann zu feige bist, vor Gericht auch noch auszusagen. Ja, genau. Das finde ich erschütternd, muss ich dir sagen. Ja, deswegen rufe ich dich an. Ja. Und das möchte ich allen Jugendlichen, die jetzt zuhören, oder jüngeren Menschen, als wie ich das bin, und das sage ich mein Sohn ist 15, deswegen rufe ich dich an, um den Leuten, und du das den Leuten noch vielleicht sagen magst, das bitte nicht einfach nur hingucken, sondern wirklich einschreiten, wie es möglich ist. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ich verstehe sehr gut, wie du das meinst. Nur hat das nicht gerade einen hohen moralischen Wert, wenn du das sagst, gemacht hast? Gerade weil ich das sage, denn mich verfolgt das heute noch. Mhm. Und ich habe wirklich, manchmal träume ich davon, ich wache nachts schreiend auf, weil ich das immer wieder vor mir sehe. Mhm. Maike, zu was ist denn dieser Mann dann verurteilt worden? Das weiß ich nicht. Mhm. Denn ich bin ja im Gericht auch rausgelaufen. Ich habe gesagt, ich habe das nicht gesehen und bin gegangen.
Du warst schon in dem Gerichtssaal. Ja, man hat mich gefragt, was ich gesehen habe. Ich habe gesagt, ich habe nichts gesehen. Mhm. Und bin dann gegangen. Und habe dann auch die Stadt gewechselt. Und deine Freundin? Meine Freundin ist vor Gericht nicht vorgeladen worden. Warum nicht? Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ist doch auch komisch. Ihr beide habt die verletzte Frau gefunden und dann wird sie nicht vorgeladen? Nein, ich habe mich um sie gekümmert. Meine Freundin ist auch weggelaufen. Mhm. Auch aus demselben Grunde, warum ich dann nichts mehr gesagt habe. Ach, die Freundin ist weggelaufen, noch während man sich da um die verletzte Frau gekümmert hat? Sie hat die MP angerufen und sie hat den Krankenwagen angerufen und ist dann gegangen. Ach so. Mhm. Oh weia, das ist aber wirklich eine üble Geschichte. Und du hast sogar die Stadt gewechselt. Ja. Das hättest du ja auch machen können, wenn du vor Gericht ausgesagt hättest, aus Sicherheitsgründen. Aber hätte und wenn, nur ist es nun nicht so passiert damals. Du sagst, das ist ja nun lange her schon, dass du bis heute Gewissensbisse hast, deshalb. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Das ist ganz, ganz heftig und das tut einem wirklich im Herzen weh, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Ich sage meinem Sohn immer, lasst das und stellt euch davor oder versucht irgendwas zu machen oder schreit oder wie auch immer, aber tut was. Spielst du die Situation so durch, dass du denkst, wenn ich während der Tat in irgendeiner Weise was gemacht hätte, könnte diese Frau vielleicht noch leben? Ja, manchmal ja. Mhm. Eben weil ich damals ein bisschen kräftiger war, wie gesagt, und ich hätte den bestimmt zur Lösung bringen können. Mhm. Aber einfach in meinem Kopf war einfach nur Feigheit. Mhm. Da war ich wirklich ein Feigling. Aber dieser Fall muss doch damals Furore gemacht haben in Osnabrück. Nö, das ging ja nicht vor ein deutsches Gericht, sondern vor ein englisches. Mhm. Und das wurde wohlweislich verschwiegen, denn die Engländer waren damals oder Schotten oder und so weiter. Und das waren alles die Leute, die auf die Stadt aufpassten. Halbe Besatzungsmacht noch, ne? Ja, genau. Mhm. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dieser Mann überhaupt nicht inhaftiert worden ist, ne? Kann sein. Das denke ich nicht. Also ich weiß, dass er noch, dass er zurückbeordert wurde, aber was dann aus ihm passiert ist, mit ihm passiert ist, weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß eben, weil dass er dann aus Osnabrück eben wegkam und dann in sein Heimatland zurückging, seine Heimatstadt. Also ich revidiere das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe gerade gesagt, du hast gar keine moralische Autorität, das zu sagen, schaut nicht weg. Aber du hast eigentlich doch ein großes Gewicht, das zu sagen, weil du jetzt so viele Jahre darunter gelitten hast und weißt, was es in einem Menschen anstellt, wenn man wegschaut, ne? Ja, genau. Mhm. Das ist es. Und ich würde es heute nicht wieder tun. Und ich möchte auch jeden bitten, der es kann, oder wenn sie nur schreien kann jeder, um einem anderen Menschen zu helfen. Mhm. Ich danke dir für deinen Anruf, Maike. Ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Franziska ist jetzt dran. Hallo Franziska. Hallo. Du bist wie alt? Ich bin 16. 16 Jahre alt. Ja. Und die 16-jährige Franziska war auch feige. Ja, ich war ganz schön feige, finde ich auf jeden Fall. Erzähl's mir. Ja, es geht halt darum, letzten Sommer war ich halt mit meiner Freundin auf einer Insel in Italien. Mit meinen Eltern haben wir Urlaub gemacht. Auf welcher Insel denn? Ischia. Und das Problem ist halt, dass wir sind halt 50 Meter von unserem Apartment, wo wir da wohnen, ist halt eine große Terrasse, sitzen halt immer meine Eltern abends und wir waren halt noch weg, tanzen. Und dann sind wir halt wiedergekommen, wollten halt nach Hause gehen. Und dann kamen auf einmal so drei Italiener an und haben uns halt zugetextet von wegen, ich weiß jetzt nicht, halt, was sie dann halt immer so reden. Mhm. Und dann sind wir einfach weitergegangen, haben die eigentlich nicht beachtet. Und dann haben die auf einmal meine Freundin angegriffen, haben die gegen das Auto geschubst und haben die halt festgehalten. Und ich stand einfach nur und ich konnte mich nicht bewegen. Ich war halt irgendwie festgewachsen. Ich stand da halt wie so ein Stein rum und Was haben die mit der Freundin dann gemacht? Ja, die haben die gegen das Auto geschubst, haben die halt an den Arm festgehalten. Die hat halt auch nur geschrien, hilf mir, und hat halt die beschimpft, und aber ich konnte mich einfach nicht bewegen. Und das fand ich halt, weil ich eigentlich sonst gar nicht so bin. Also
ich habe mir solche Situationen schon öfter vielleicht mal da vorher ausgemalt oder so. Und da hätte ich immer gedacht, ja, ich springe auf die los und helfe der. Und wie ging die Situation dann weiter? Ist noch etwas Schlimmeres passiert? Nee, zum Glück nicht. Also, weil das ja, das war dann so 20 Meter von unserem Apartment halt entfernt. Mhm. Und meine Eltern saßen zum Glück auf der Terrasse und haben das halt gehört. Ach, die haben das gehört dann? Ja, genau. Mhm. Und dann kam mein Vater halt angelaufen und hat sie halt sozusagen verscheucht. Also hat ihn dann gedroht und die meinten dann ja noch, ihr scheiß Deutschen und so. Aber du standst wie angewurzelt und wie gelähmt da und hast nichts gemacht. Ja, genau. Bist wieder dazwischen gegangen, noch hast du geschrien. Ich habe den Mund aufgerissen, also am Ende habe ich dann noch geschrien irgendwie, aber es war so ein kläglicher Schrei, so weiß ich nicht. Und also es hat sich halt irgendwie in meinen Kopf festgesetzt. Und jetzt schämst du dich dafür? Ja, ich schäme mich dafür schon. Also ich finde es einfach total erschreckend, weil ich das nie von mir gedacht hätte. Sag mal, nun kann ich mir vorstellen, dass das dann auch, um es gelinde auszudrücken, auch Irritationen bewirkt hat zwischen dir und deiner Freundin danach. Ja, genau, das war halt so, weil wir haben uns danach noch darüber unterhalten und ich war halt irgendwie, ich hatte, also Schock sage ich jetzt zu viel, aber ich stand schon ein bisschen so unter, ich habe halt gezittert, mehr als sie sozusagen. Weil hast du ihr das denn erklären können, was da in dir vorgegangen ist, oder hat sie es nicht wahrhaben wollen? Ja, ich weiß nicht, also was heißt nicht wahrhaben wollen? Ich habe ja es halt so erklärt, dass ich jetzt, wie ich das jetzt hier sage, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich konnte einfach nicht, weil ich war ja noch nicht mal selber in der Situation. Anders gefragt, war sie sauer auf dich? Sauer? Also sie war schon, also sauer würde ich nicht sagen, aber sie war, glaube ich, enttäuscht. Aber sie hat mir halt nicht so gezeigt. Ja. Wärst du umgekehrt natürlich auch, ne? Ja, ich war super schockiert über mich selbst. Ich war halt negativ überrascht. Mhm. So, jetzt ist sowas passiert, da macht man sich ja so Gedanken über sich selbst und über eventuell ähnliche Situationen, die vielleicht mal passieren können. Hoffentlich passieren sie nicht. Meinst du denn, dass du fürs nächste Mal gewappnet bist, dass du anders reagierst? Ja, also ich hoffe es auf jeden Fall. Ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich hoffe es und ich weiß nicht. Denn wir haben ja gerade, du hast ja gerade mitgehört, was Maike erzählt hat, genau, ne? Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn man nichts tut, ne? Ja. Das war halt jetzt noch ein schlimmerer Fall. Nur bei mir ist halt so, dass es gar nicht so die Situation war oder so, sondern einfach, dass ich es nicht getan habe. Weil jeder normale Mensch würde sagen, ich helfe meiner Freundin alles. Ich kämpfe mich durch diese Massen durch und versuche, die da rauszuschlagen aus der Situation. Aber es ist ein richtiges Erschrecken über dich selbst. Ne? Ja, genau. Mhm. Vielleicht kann es sein, Franziska, dadurch, dass du das jetzt einmal mal so mitgemacht hast, dass du wirklich beim nächsten Mal anders reagierst. Irgendwie lernt man ja bewusst oder unterbewusst lernt man ja aus allen Dingen, die geschehen und die man tut. Hoffen wir mal, dass das so ist. Ja, ich hoffe das auch. Aber wir hoffen noch viel mehr, dass du und deine Freundin und wer auch immer nie in so eine Situation mehr kommt. Ja, aber leider Gottes kann es ja immer wieder passieren. Ja, denke ich nämlich auch. Und wenn jetzt noch was Schlimmeres passieren könnte, ich weiß nicht, jetzt mit diesen ganzen, also es wird ja von der Schule auch immer so Selbstverteidigungskurse angeboten und dass man sich dann da wehrt. Aber da weiß ich halt auch nicht, wenn ich das machen würde, dass ich in der Situation nicht so versagen würde. Also zwar was anderes, aber ich denke irgendwie, dass das auch... Aber dieses Schreien ist schon mal eine ganz wichtige Sache, ne? Dass man einfach andere Menschen alarmiert, wenn jemand Drittes in Not gerät, ne? Ja, nur das Problem war, ich habe keinen Ton raus. Ich verstehe, ich stand unter Schock irgendwie, also so... Hoffen wir gemeinsam, dass das nicht wieder vorkommt. Ja. Alles Gute. Ja, super. Tschüss, Franziska. Ciao. Jetzt geht es weiter bei mir mit Sabine. Und Sabine ist 32 Jahre alt. Hallo. Hallo. Sabine, wann warst du feige? Also ich war noch nicht feige, sondern ich werde in ein paar Wochen feige sein. Und zwar bin ich ein sogenanntes Stalking-Opfer. Das ist sind die Leute, die ja von Ex-Freunden oder so verfolgt werden und bedroht werden. Das ist ein moderner Begriff aus Amerika, Stalking heißt das, ne? Ja. Also wenn jemand Psychoterror, Opfer von Psychoterror und generell Terror ist, ne? Ja. Genau. Also ich werde umziehen in eine andere Stadt. Wer setzt dir denn zu? Mein Ex-Freund. Und wie setzt dein Ex-Freund dir zu? Ja, erstmal durch Anrufe, dass er da terrorisiert und hat mir die Reifen zerstochen, er ist in meinen Keller eingebrochen, er hat mir 9mm Patronen geschickt, in einen 1-Dollar-Schein eingewickelt, so viel wäre mein Leben noch wert.
Er bedroht mich und meine Kinder. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Zwei. Sind das seine Kinder auch? Nein. Wie lange warst du eigentlich mit ihm zusammen? Ein halbes Jahr. Nur? Ja. Und warum ist es auseinandergegangen? Ja, er hat mich beschimpft aufs Gröbste und irgendwann habe ich gesagt, also das mache ich nicht mehr mit. Mhm. Er ist alkohol- und tablettenabhängig. Dann hast du gesagt, nein, Schluss aus und dann fing der Terror an. Ja, danach war ein paar Wochen Ruhe und jetzt geht es massiv los. Mhm. Also das Beispiel hast du gerade genannt, dass er dir Patronen schickt mit einem Dollarschein, das ist dein Leben noch wert, ein Dollar. Mhm. Hat er dich auch schon mal angegriffen? Ist er gewalttätig geworden? Nein. Ich muss dazu sagen, leider nicht, weil sonst könnte die Polizei was machen. Mhm. Hast du denn Angst, wenn du aus dem Haus gehst, dass er es vielleicht doch werden könnte? Also ich habe panische Angst. Mhm. Er ist richterlich eingewiesen momentan in der Psychiatrie. Mhm. Und ich habe heute mit der Ärztin telefoniert, weil ich wieder Anrufe kriege, ob es möglich ist, von da aus zu telefonieren. Das ist leider manchmal möglich, das weiß ich. Das ist ganz einfach möglich, mhm, und er kann da auch jederzeit raus. Mhm. Also es ist so, dass die Ärztin eigentlich nur zu mir gesagt hat, woher wollen Sie das denn wissen, dass er das war? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß das, weil er das vorher eben auch schon so gemacht, mhm, hat. Und heute Abend stand zum Beispiel ein Taxi vor der Tür, was ich nicht bestellt habe. Das sind so eindeutige Sachen, mhm, die er schon vorher gemacht hatte. Mhm. Und also ja, es ist das Gefühl, unter ständiger Beobachtung auch zu sein. Ja. Ne? Und das Gefühl, aus dieser ständigen Beobachtung heraus vielleicht das Leben zu verlieren. Ne? Ja. Also, mhm, das ist schon. Oder dass deinen Kindern was getan wird. Also er hat zum Schluss das letzte Mal, als die Polizei ihn festgenommen hat, war ich dabei. Und da hat er eben meinen Sohn nochmal bedroht. Mhm. Also ich kriege ihn, sagt er. Ich glaube, du hast es gerade am Anfang gesagt. Ich weiß es nicht mehr genau. Wie lange geht das jetzt schon so? Noch nicht so lange. 2 Wochen. Ach, 2 Wochen erst? Das ist so extrem. Und dann hast du die Entscheidung getroffen, in eine andere Stadt zu ziehen? Also ich muss entweder in diesen 6 Wochen hier weg oder ich muss es durchziehen. Welche 6 Wochen? Ja, die er da in dieser Psychiatrie sein wird. Ja. Oder auch nicht. Ja. Mhm. Das weiß keiner so genau. Mhm. Also, wie gesagt, jetzt war eine Woche Ruhe und jetzt geht es seit gestern eigentlich wieder los mit den Anrufen. Aber Sabine, so leicht zieht man ja auch nicht um und wechselt seinen Lebensstandort. Du hast sicher einen Job. Hast du einen Job? Nein, hast du nicht. Aber man hat ja doch zahlreiche Verwurzelungen, wo man wohnt. Man hat eine Wohnung und also so ein Umzug, sich irgendwo anders anzusiedeln, das geht ja nur auch nicht so hoppla hopp. Ja, das muss so hoppla hopp gehen. Mhm. Also ich habe alles so weit in die Wege geleitet. Ich suche jetzt einen Job in einer, mhm, anderen Stadt. Es ist sogar schon in die Wege geleitet? Ja, das ist alles. Du hast auch schon die Stadt ausgewählt? Nein, die Stadt noch nicht. Also es kommt jetzt darauf an, wo ich einen Job finde und da, mhm, gehe ich hin. Wie alt sind deine Kinder? Der Große ist 10 und der Kleine ist 4. Aber das ist ja auch schwierig, der muss ja die Schule wechseln. Ja. Mhm. Das ist alles, also er macht unser ganzes Leben kaputt. Nur musst du das dann ja absolut perfekt geheim halten, nicht, dass er dir auf die Schliche kommt und plötzlich in der neuen Stadt dann auch wieder vor der Tür steht. Also wenn er mich finden will, dann findet er mich. Das ist, das sagt jeder und das sagt die Polizei. Ich kann nur hoffen, dass wenn er merkt, dass ich hier nicht mehr wohne und es schwierig wird, mich zu finden, dass er dann aufgibt. Mhm. Alles andere, also wenn er versucht, mich zu finden, es gibt immer irgendwo Mittel und Wege, das zu tun. Also ich werde alles so gut wie möglich vertuschen und, mhm, niemandem erzählen, wo ich, mhm, hingehe. Aber Hältst du dieses Verhalten, so hast du unser Gespräch gerade eingeleitet, du hältst dieses Verhalten für feige? Ja, also ich bin kein Mensch, der eigentlich wegläuft. Aber ich, mhm, habe einfach Angst um meine Kinder. Mhm. Wenn die nicht wären, würde ich hier bleiben. Mhm. Würde ich mich der Situation stellen. Mhm. Aber die Kinder können sich der Situation ja nicht stellen. Die sind ja Opfer der Situation. Ja. Mhm. Also. Insofern ist es eben nicht feige. Das kann man sehen, wie man will. Mhm. Mir bleibt eigentlich gar keine andere Wahl, mhm, um irgendwo den Schutz für die Kinder zu kriegen. Mhm. Die Polizei kann mich nicht schützen. Also ich habe heute nochmal mit der Kripo telefoniert. Mhm. Und sie sagten, sie sind machtlos. Mhm.
weil die Gesetze einfach so sind. Mhm. Ja, der müsste dir erst eine in die Birne hauen, dann ging es, ne? Ja, dann der muss mich erst richtig angreifen, damit was passiert. Mhm. Und ja, er hat einige Sachen jetzt, also mit der Bedrohung und mit dem Einbruch, aber das wird mit Geldstrafen einfach abgehandelt irgendwann. Wie viele Menschen erzählst du denn davon, was du vorhast? Allen. Allen? Allen, ja. Aber du erzählst wahrscheinlich fast keinem, wo du dann hinziehst. Nein, das erzähle ich niemandem. Gar niemandem? Nein. Also es gibt auch keine enge Verwandtschaften mehr, die beste Freundin oder irgend sowas, gar niemand? Nein. Also es muss total abgebrochen werden, damit er keine Chance hat, irgendjemanden zu erpressen oder so. Mein Gott, was du für ein Opfer bringst. Du musst dann ja in dieser neuen Umgebung ein vollkommen neues Leben aufbauen. Ja. Mit bekanntem Kreis, Freundeskreis, alles. Alles muss neu aufgebaut werden. Ja. Mhm. Und selbst da darf man nicht erzählen, was passiert ist. Mhm. Mhm. Weil eben sonst, was weiß ich, wenn man sich mit irgendjemandem gestritten hat oder so, kann man natürlich davon ausgehen, dass man oder derjenige dann die Situation auch ausnutzt. Dass man erpressbar ist dadurch. Ja. Mhm. Das ist ziemlich schwierig. Mhm. Und dann in dieser kurzen Zeit, also man kann nicht mal jemanden bitten, beim Umzug zu helfen, weil man bringt die Leute in Gefahr. Mhm. Weißt du, was mich gerade so erstaunt hat, dass du sagtest, das läuft erst 2 Wochen so. Weil ich hier schon mit Leuten gesprochen habe, die so etwas mitmachen seit einem Jahr oder so. Und dann aber noch nicht zu so einer dramatischen Entscheidung gekommen sind wie du. Daraus schließe ich, dass du das Gefühl einer extremen Bedrohung haben musst, wenn du so gravierende Entscheidungen schon gefällt hast. Ja, ist auch so. Also es ist so, er hat schon öfter sein Leben bedroht, aber noch nie jemanden anders. Mhm. Also es ist tatsächlich, die Polizei hat auch gesagt, dass diese Ärztin da in der Klinik meinte, sich selbst wird er nichts antun, aber für andere könnte sie die Hand nicht ins Feuer legen. Mhm. Und von daher muss ich handeln. Mhm. Du hast diesen Mann ja auch ganz anders kennengelernt, ja, in der Zeit, als ihr zusammen wart oder in den ersten Wochen des Verliebtseins. Wenn du das heute manchmal so vergleichst, kommen dir da so Gedanken, dass du überlegst, eigentlich hätte ich das doch damals schon sehen müssen. So leichte Anzeichen waren schon bei ihm zu bemerken, dass er in diese Richtung tickt. Nein, war überhaupt nichts. Also, dass er psychisch gestört war, hat man gemerkt. Wir haben hier zu Hause einen Entzug gemacht. Mhm. Und ja, danach war er dann auch nochmal in der Klinik. Also er war alkoholabhängig, als ihr euch kennengelernt habt? Ja, aber das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Er ist jetzt auch mit 1,7 Promille festgenommen worden und er war ganz klar. Ne? Mhm. Also so vom Sprechen oder Sonstiges. Macht man sich da selbst Vorwürfe, dass man sagt, mein Gott, wie blind warst du? Warst du Sabine? Sagst du da schon mal zu dir, dass du dich hast mit so einem eingelassen? Nein, also man konnte ihm das nicht anmerken. Also wo ich mir Vorwürfe mache, ist eben, dass ich das meinen Kindern antue. Mhm. Wann war denn der Moment, wo es zum ersten Mal kippte, wo du dachtest, hier stimmt was nicht? In der Klinik, also so Anfang Dezember. Mhm. Da war eigentlich so. Also alles noch frisch, ne? Ja. Mhm. Und auch, man kann es irgendwo nicht verarbeiten. Das sind so Sachen, die passieren anderen, aber einem selbst nicht. Mhm. Also so im Bekanntenkreis oder Freundeskreis, da denkt man nicht, dass es irgendjemandem passieren könnte. Mhm. Und das ist so das Problem, weil du steckst da drin in einer Situation, mit der du total überfordert bist. Hast du denn eine Chance, wie siehst du es, eine Arbeit zu kriegen in einer anderen Stadt? Wie ja. Du? Ja. Also das schon. Und ich denke, also ich sehe es auch positiv. Ich meine, man muss es ja irgendwo positiv sehen und ich sehe es einfach als Neuanfang. Mhm. Ich denke, wenn ich mit anderen Gedanken irgendwo hingehen würde, dann wäre es total verkehrt. Mhm. Ja, wenn du es so sehen kannst, wenn du es für dich noch so hinbiegen kannst, ist es sicher sehr richtig und toll. Ja. Weil nur so kannst du es einigermaßen dir erträglich machen. Man muss ja auch positiv für die Kinder dann sein. Ja, natürlich, natürlich, ja. Es kommt ja noch dazu, dass man da auch so gut wie möglich denen das Positive rübergeben klar, kann. Klar, ne? Klar, klar. Wie erklärst du denen das überhaupt, dass ihr jetzt in eine andere Stadt zieht? Der Große weiß es, er hat es mitgekriegt, er hat Angst. Mhm. Und ja, er schreit, ich will hier nicht weg und weint und alles, aber
man kann mit ihm schon reden und kann ihm sagen, das und das ist los, wir können hier nicht bleiben. Sabine, meine Sendung ist gleich zu Ende. Ich wünsche von Herzen, dass nichts passiert und wünsche von Herzen, dass du, wenn der Umzug stattfindet, dass du gut Fuß fasst in der neuen Stadt. Alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Jo. Ciao. In Technik, Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen. Macht's gut. Gute Nacht. Ciao.